Na gut, dann begrüße ich Sie also herzlich zu der heutigen, zu dem neuen und letzten Kapitel Mobile Ad-Hoc-Netzwerke. Das ist eigentlich ein großes Thema. Da gab es für einen längeren Zeitraum recht viel Forschungsgeld und Motivation, dieses Feld zu erforschen. Da sind verschiedene spannende Lösungen entstanden. Ein Teil des Foliensatzes, also da gibt es einige, also Mobile Ad-Hoc-Netze, wir werden kurz sehen, was die beschreiben, was deren Charakteristik ist. Da gibt es eine Übersicht von 2006. Das war so die Hochzeit der Mobile Ad-Hoc-Netze. Wir betrachten ja sowieso nur die grundlegenden Algorithmen. Dazu ist aus diesem Foliensatz der Inhalt übernommen. Wir werden fünf so, Mobile Ad-Hoc-Netz-Routing-Verfahren anschauen: Dynamic Source Routing, AODV, TORA, OLSR und DSDV, und die dann eben durchgehen. Es sind zwar viele Folien, aber Sie werden sehen, das sind mehr verschiedene Animationen. Okay, genau, und dadurch, dass die Folien übernommen sind zu diesen Verfahren, die sind auf Englisch. Ich hoffe, Sie sind des Englischen mächtig. Okay, gut, ein paar Ankündigungsfolien, die sagen, die Terminologie wurde für die verschiedenen Verfahren angeglichen. In den Papern sieht es zwar anders aus, werden vielleicht andere Werte verwendet, andere Begriffe verwendet, und auch wir betrachten nur die grundlegenden Ideen und nicht Optimierungen, und nur der Grundgedanke ist wichtig in diesem Ansatz. Okay, also was sind Mobile Ad-Hoc-Netzwerke? Die Hauptcharakteristik, was die haben, ist zum einen, dass wir verschiedene Knoten haben. Die sind mobil, die können untereinander kommunizieren, und wir haben keine Infrastruktur. Das heißt, wir haben keine stationären Punkte. Das ist so das Grundmodell. Die könnten zwar mit integriert sein, aber grundsätzlich geht man davon aus, dass jeder Knoten auf einer Landkarte sich bewegen kann und die Knoten miteinander nur in ihrer Reichweite kommunizieren können. Und wenn jetzt ein Knoten A mit einem Knoten B irgendwo anders im Netzwerk kommunizieren will, dann ist der Regelfall, dass mehrere Zwischenknoten genutzt werden müssen, so Multiple Hop-mäßig, um den Zielknoten zu erreichen. Das heißt, wir haben normalerweise genau eine hohe Dynamik der Routen. Die sind selten für eine lange Zeit stabil, weil einfach Zwischenknoten dieser Multiple Hops ausgetauscht werden, die ziehen woanders hin. Und es gilt dann immer, wie finde ich eine aktuelle Route zu meinem Zielknoten in dieser dynamischen Umgebung. Also hier ist einmal das Beispiel angegeben, hier haben wir vier Knoten. A möchte vielleicht mit B kommunizieren und kann das über den Zwischenknoten in der Mitte zum Beispiel tun. Und nach einer Zeit bewegt sich dieser Zwischenknoten oder der andere Knoten bewegt sich weiter, und B bewegt sich auch weiter, und der ehemalige Zwischenknoten erreicht B nicht mehr, und jetzt müssen wir einen neuen Zwischenknoten noch zusätzlich wählen. Also die Route verändert sich. Also alle Knoten, die wir verwenden, sind in Bewegung, sowohl meistens der Source-Knoten, also der Sender, als auch der Empfänger und alle Knoten dazwischen. Und diese Dynamik ist halt spannend, weil wie finden wir eine aktuelle Route zu unserem Zielknoten? Das sind so die Hauptfragestellungen. Natürlich gibt es in der, also warum ist dieses Thema spannend? Zum einen, solche Ad-Hoc-Netze lassen sich sehr leicht und sehr schnell auslegen, also einsetzen. Wenn Sie jetzt, sagen wir mal, 100 Knoten hätten, oder jeder von uns hat ein Smartphone, und nehmen wir mal an, wir hätten diese Technologien installiert, dann könnten wir ja automatisch schon gleich loslegen. Also es gab ja auch früher Szenarien, dass man gar nicht so viele Basisstationen zum Beispiel braucht für den Handyempfang, weil ein, zwei Zwischenhops könnte man ja auch über kompatible Mobilgeräte vielleicht realisieren. Das heißt, wenn Sie in der Stadt sind oder auf dem Land, dann haben Sie einfach weniger Basisstationen, weil Sie die vorhandenen Mobiltelefone als Zwischenstationen nutzen, und letztlich ist dann nur so eine Softwarefrage, weil die Geräte könnten ja WLAN unterstützen, und dann könnte man es ja realisieren.
Und genau, man ist weniger auf die Infrastruktur angewiesen, man kommt mit weniger Basisstation aus, und idealerweise braucht man vielleicht auch gar keine, wenn Sie jetzt in der Stadt sich ein Szenario vorstellen, da kann man sich vorstellen, dass die Kommunikation an sich von Mobiltelefon zu Mobiltelefon weitergereicht wird im WLAN-Bereich, also Entfernung, und den Zielknoten findet und Sie ohne jemals Infrastrukturknoten zu berühren, quasi eine Kommunikation führen können. Also theoretisch wäre das alles gut. Man ist unabhängig von der Infrastruktur. Ist natürlich eine Frage des Marketings, und vielleicht hat sich deshalb auch nicht so stark durchgesetzt, weil wer verdient dann daran? Welches Unternehmen hat ein Interesse, das zu pushen, wenn letztlich alles von den Usern getragen wird und nirgendwo Geld fließt? Das sind so kleine Einschränkungen. Okay, was sind die Anwendungen? Man kann es zum einen für die eigenen Geräte verwenden. Also stellen Sie sich vor, genau, Sie haben halt ein Portfolio an Geräten, Handy, Notebook, irgendwelche Gadgets, und die alle sind in Funkreichweite voneinander und können miteinander kommunizieren. Und wenn Ihr Drucker vielleicht nicht in Reichweite ist, aber Sie können über Ihr über einen intelligenten Kühlschrank irgendwie eine Zwischenstation wählen, und dann kommen sie zum Kühlschrank, zum Drucker, dann können halt die Nachrichten weitergeleitet werden. Das ist letztlich nur eine Softwarefrage. Also bei diesen Mobile-Ad-Hoc-Netzwerken betrachten wir eigentlich gar nicht den Mac-Layer. Wir betrachten nicht, wie auf die Luftschnittstelle zugegriffen wird, sondern wir sind eine Ebene eigentlich höher. Wir sind in dieser Vermittlungsschicht, also dem Network Layer in diesem ISO-OSI-Modell, wo es darum geht, wir können Verbindungen zu unseren Nachbarn aufbauen, okay, aber wie finden wir den Endziel, also wie realisieren wir das Routing? Spannend ist es auch im militärischen Bereich. Also die Idee war damals, na gut, man ist in irgendeinem Land, da kann man natürlich nicht die und man möchte dort irgendwie operieren, und dann kann man natürlich nicht, wenn man in Irak oder wo auch immer ist, oder dann deren Infrastruktur mitnutzen, weil das würde ja viele Nachteile mit sich bringen, wenn das Militär quasi die Infrastruktur des Gegners nutzen müsste. Also die Idee hier, auch autonom zu sein, unabhängig von der Infrastruktur, und möglichst dennoch alles eine Kommunikation ermöglichen. Okay, dann im zivilen Bereich war, wie gesagt, schon mal auch die Idee, dass man die Infrastruktur los wird und auf die Nutzergeräte sich beschränkt und dadurch auch dennoch Kommunikation ermöglichen kann. Das heißt, wenn Sie auf einige Häuser so eine Antenne stellen, die als Basisstation dienen, dann könnte eine Vielzahl von Geräten dennoch online gehen, indem sie sich gegenseitig als Multi-Hop-Relay-Punkte nutzen zum Beispiel. Oder in Stadien, um irgendwelche Informationen zu verteilen, oder ein Taxicab-Network. Also man kann sich vieles vorstellen. Achso, und ein auch Punkt ist auch, der auch oft als Motivation herangeführt wurde, ist: Stellen Sie sich vor, es sind Erdbeben da und die ganzen Basisstationen fallen aus und alles. Es gibt keine Kommunikation. Wie kann man die ganzen Rescue-Teams kommunizieren lassen miteinander? Und dann ist auch die Idee Multi-Hop-Kommunikation und Nachrichtenweiterleitung, und so kann man auch eine Kommunikation aufbauen. Okay, also viele Anwendungen. Was hat man denn für Annahmen? Zuerst nimmt man an, dass alle Knoten gleich sind. Also jeder Knoten, der teilnimmt, hat eine Sendereichweite. Oft ist sie gleich. Jeder Knoten möchte sowohl senden, kann auch als Empfänger dienen, kann aber auch als Zwischenknoten dienen. Also das sind die Responsibilities. Da kann man noch annehmen, dass es ein bisschen asymmetrisch ist. Das werden wir jetzt zukünftig nicht tun in den Betrachtungen der Lösung. Aber dadurch kann man es eigentlich erschweren. Also dadurch kann man die Fragestellung ein bisschen strenger handhaben. Das heißt, wir können noch annehmen, dass die Reichweiten der Knoten unterschiedlich sind, abhängig von der Batterielebensdauer oder von der Antennenqualität oder der Bewegung. Könnten Knoten mit unterschiedlichen Reichweiten haben. Auch könnten wir einige Knoten ausschließlich oder
Wir können Knoten haben, die nur als Sender und Empfänger fungieren, aber auch zusätzlich welche, die auch zum Routing oder zum Weiterleiten agieren können. Also da kann man unterschiedliche Rollen einführen. Werden wir aber nicht. Also könnte man, aber es gibt auch solche Lösungen, die das berücksichtigen, dass es besonders vertrauenswürdige Weiterleitungsknoten gibt, die sollten ausschließlich genutzt werden, aber im einfachen Fall sind alle Knoten erstmal gleich. Und hier gibt es auch eine große Ähnlichkeit auch zu den Peer-to-Peer-Systemen. Also nächsten Semester biete ich wieder Peer-to-Peer-Vorlesung an. Und da ist eigentlich auch ähnlich, alle Knoten werden als halbwegs gleich betrachtet. Die sollen sich gegenseitig dienen, gegenseitig Nachrichten weiterleiten. Der Unterschied ist, hier kann ich mir meinen Nachbarn nicht auswählen. Ich muss wirklich meine geografische Nachbarschaft berücksichtigen. Und im Peer-to-Peer-Fall kann ich weite Verbindungen wählen. Okay. Auch sind die Anwendungen und die Anwendungen und welche Last sie auf diese Ad-Hoc-Netze definieren unterschiedlich. Also wir können ja, sagen wir mal, wir haben so ein Rescue-Szenario und wir wollen irgendwie im Erdbebenfall die Feuerwehrleute miteinander kommunizieren lassen. Dann kann man entweder Sprachkommunikation haben oder Videokommunikation, also die Bitrate kann variieren, die Echtzeitanforderungen, ob es jetzt Sprache oder Daten sind, die Reliability, also wie wichtig ist die Kommunikation, wie viele Nachrichten dürfen verloren gehen. Dann möchte ich vielleicht 1:1 Kommunikation haben oder möchte ich eine Region erreichen, so ein Geocast, dass ich sage, alle Knoten in einer Region sollen informiert werden, oder möchte ich verschiedene Knoten ansprechen. Es gibt da wirklich ein ganzes Feld an verschiedenen Lösungen. Wir werden uns erstmal nur auf dieses Unicast fokussieren. Und wir werden uns erstmal nur auf dieses Host-Based Addressing fokussieren. Das heißt, man will explizit einen Empfänger benennen und der soll die Nachricht erhalten. Man könnte auch noch nach Content, also nach Daten suchen lassen oder den zuständigen Knoten für ein Dokument irgendwie ermitteln. Man könnte auch nach Kapazitäten gehen, also sende die Nachricht an einen Knoten mit einer bestimmten Fähigkeit. Wir werden uns erstmal nur auf Unicast und Host-Based Addressing fokussieren, aber es gibt da eine ganze Variante von Lösungen. Die kann man natürlich auch mit infrastrukturbasierten Netzwerken kombinieren, aber besonders spannend ist eigentlich dieser reine dezentrale Ansatz, also der Ad-Hoc-Ansatz. Okay. In der Forschung gibt es auch noch ganz verschiedene, also dadurch, es gibt ja verschiedene Anwendungsszenarien. Wie wirken sie sich normalerweise aus? Zum einen, wie viel Traffic und welche Art von Traffic erzeugt wird? Und zum anderen, Mobilität ist das zweite Stichwort, wie sich die Knoten bewegen. Also es gibt da verschiedene Paper zu Bewegungsmodellen. Also eins der berühmteren ist das Manhattan Mobility Model, wo es eigentlich nur... man hat so eine Art Straßennetz, also eigentlich nur ein Gitter und man kann da nach links, nach rechts abbiegen und quasi durch diese Straßengitter laufen. Aber es gibt noch andere Bewegungsmodelle, wie sich und warum sich die Knoten wie bewegen, die kann man sich dann auch, die werden dann in der Forschung normalerweise auch betrachtet. Normalerweise wird ein neuer Algorithmus, vielleicht ein neues Routing-Verfahren vorgestellt und dann mit verschiedenen Bewegungsmodellen mal getestet gegen andere Routing-Modelle, wie gut sie funktionieren. Und warum ist die Bewegung wichtig? Weil eben die Geschwindigkeit, die Vorhersagbarkeit und die Gleichförmigkeit relevant ist, wie lange die eine Route stabil ist. Das heißt, wenn die Knoten sich besonders schnell bewegen, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie aus der Reichweite voneinander sich entfernen und deshalb Zwischenknoten einfach nicht mehr verfügbar sind und die Route dadurch unterbricht und neu gesucht werden muss zum Beispiel. Was sind die Herausforderungen? Na gut, also eins, man kann wirklich nur mit seinen Nachbarn kommunizieren und man hat kein Wissen und keine Sichtweite darüber hinaus. Das heißt, die Transmission Range und die Sicht ist begrenzt. Weiter können wir nicht mit Nachbarn direkt kommunizieren, sondern wenn wir senden, dann erreichen wir alle Nachbarn gleichzeitig. Da entsteht wieder so ein Hidden Terminal Problem, es kann zu Kollisionen kommen.
Packet Loss kann natürlich entstehen, also die Nachrichten können verloren gehen. Durch die Mobilität können Routen unterbrochen werden, weil Zwischenknoten sich aus der Reichweite, Sendereichweite entfernen. Dadurch können auch Nachrichten zwar abgesendet werden, weil man meint, die Route besteht noch, aber sie kommen nicht an. Ein Problem ist auch betrachtet wird, da gibt es auch eine ganze Forschungsrichtung, wie man die Batterie berücksichtigen kann, dass man Knoten möglichst Knoten nutzt, die hohe Energie noch haben und die schwachen für viel weniger nutzt, sodass sie möglichst lange noch leben. Was auch häufig geschieht, ist, dass Netzwerke ihren Zusammenhang verlieren, das heißt partitioniert werden und dann Teilnetzwerke nicht mehr miteinander kommunizieren können und das ist schwer zu erkennen. Und Sicherheit ist immer ein Riesenproblem. Dadurch, dass man Nachrichten weiterleiten soll als Zwischenknoten, kann man sie verändern, kann man sie auslesen und da gibt es auch verschiedene Lösungen, wie man das adressiert. Okay, was wir uns, achso ja gut, das Hidden Terminal Problem, das kennen wir eigentlich auch aus den anderen früheren Vorlesungen. Das war ja der Fall, wenn A und B miteinander in Reichweite sind, die können kommunizieren, B und C kann kommunizieren, aber A und C sehen sich nicht gegenseitig und wenn jetzt beide A und C senden, dann entsteht eine Kollision bei B und das ist ein Problem. Also wenn wir jetzt abstrahieren von der MAC-Schicht, also von der darunterliegenden Schicht und der Medienzugriffsschicht, gehen wir einfach davon aus, dass diese Medienzugriffsschicht das nicht löst und wir das eventuell auf höherer Ebene lösen müssen. Also es gibt ja auch MAC-Schichten, die das nicht explizit berücksichtigen. Okay. So, und das sind so die Gründe, warum es sich da ein großes Forschungsfeld gibt. Zum einen, man kann sich verschiedene Szenarien ausdenken, wo das anwendbar ist. Also wie gesagt, Militär oder im privaten Bereich, da brauchen Sie ja keine Basisstation oder in dichten Gebieten, in Städten könnte man ja auch so Multi-Hop-Kommunikation haben. Also theoretisch ist es sehr sinnvoll und nützlich. Marketing und Verwertbarkeit finanziell ist ein anderes Problem. Das meine ich, dass sich deshalb schwer durchgesetzt hat. Aber es kommen viele schwierige Fragestellungen zusammen. Also die Knoten könnten unterschiedliche Fähigkeiten haben und Aufgaben. Es gibt unterschiedliche Anwendungen, daraus sich definierende Verkehrslasten und Mobilitätsmodelle. Das heißt unterschiedliche Anwendungen, unterschiedliche Knotenarten und unterschiedliche Optimierungsziele. Also zum einen kann man entweder den Durchsatz optimieren, dass wenn eine Route aufgebaut ist, möglichst viel Traffic darüber gehen soll. Man könnte auch die Energie Erhaltung als Optimum sehen, dass wenn die Knoten alle eine endliche Energiequelle haben, dann die möglichst alle lange leben sollen, sodass möglichst lange irgendwie Kommunikation möglich sein soll. Und es gab auch eine Zeit lang viel Geld in diesem Bereich, deshalb wurde da viel geforscht. Okay. Es gibt also diese. In diesem Bereich werden wir uns eben das Routing anschauen, wie findet ein Empfänger zu seinem Zielknoten und idealerweise wäre es natürlich, man hat ein Protokoll, das für die meisten oder hier steht für alle Lösungen ideal geeignet ist, bestenfalls noch nach allen Optimierungszielen, also energiesparend und hoher Durchsatz und leider ist es so, das ist nicht so, also es gibt keine einige Lösungen, das man könnte zwar in die Richtung überlegen, dass es ein adaptive Lösung gibt, die erkennt, in welchem Zustand ist das Netzwerk, was wäre ideal und sich automatisch anpasst, aber normalerweise sind die Routing-Protokolle dann doch anders, die verfolgen starre Regeln und sind dann für manche Szenarien sehr gut, für manche schlecht und daher gibt es viele Lösungen, die einen Teilbereich des Problems gut lösen. Und einen anderen Teil vielleicht nicht und deshalb kann man sich da verschiedene Lösungen eben anschauen und die Ideen aufschnappen. Okay, für die ganzen Lösungen, die wir, also Routing-Verfahren, die wir betrachten, gehen wir eben von dem vereinfachten Fall aus. Alle Knoten haben die gleichen Rechte, die sollen auch alle gleiche Nachrichten weiterleiten und die haben alle eine symmetrische Empfangsfähigkeit. Das heißt, wenn
A an B senden kann, kann auch B an A senden. Das heißt, wir haben ungerichtete Kanten in einem Graphen. Das Ganze lässt sich dann auch schön als Graph modellieren. Okay, genau, also das ist unser Ziel, Unicast-Routing im Mobile-Ad-Hoc-Netzwerken. Wir wollen also vom Empfänger zu einem Zielknoten eine Nachricht schicken können und dafür muss eine Route bekannt sein oder aufgebaut werden. Und warum ist es schwierig im Vergleich zu kabelgebundenen oder zu kabelgebundenen Netzwerken? Das Problem ist, dass Routen sich konstant ändern, weil Zwischenknoten ihre Position verlassen und deshalb die Route an dieser Stelle nicht mehr überbrückt werden kann und dann eine andere Route, ein anderer Weg gefunden werden soll. Genau, je schneller sie sich bewegen, desto schlimmer wird es. Und es gibt verschiedene Optimierungsziele, wie schon gesagt. Also wollen wir den Durchsatz optimieren, wollen wir die Langlebigkeit der Route als Ziel setzen, wollen wir die Energieerhaltung als Ziel setzen. Es gibt einfach viele Ziele, die man sich setzen kann für so ein Routing-Verfahren. Ja. Okay. Gut, es gibt viele. Also mit dem Aufkommen dieses Forschungsfeldes wurden auch sehr viele neue Protokolle entwickelt. Also die bestehenden Protokolle aus dem kabelgebundenen Bereich, die ließen sich nicht mehr so 1:1, also die ließen sich sowieso nicht 1:1 umsetzen und die haben es zum Beispiel auch, also es gibt zwei große Trends, entweder ganz neue Protokolle, von denen werden wir einige sehen, oder es gab Abänderungen, also adaptierte Versionen von kabelgebundenen, also von Protokollen für kabelgebundene Netze, die hier und da verändert wurden, damit sie auch im mobilen Bereich gut funktionieren. Von beiden werden wir was kennenlernen. Okay, es gibt zwei große Klassen von diesen Routing-Verfahren. Zum einen die proaktiven Protokolle. Da ist so die Grundidee, dass wir im Vornherein schon Routen etablieren und kennenlernen. Das heißt, zu möglichst vielen möglichen Zielknoten bereiten wir uns schon eine Route vor für den Fall, dass wir sie benötigen. Und sobald wir die dann benötigen, können wir sie direkt nutzen und haben dann quasi keinen Aufwand zusätzlichen. Auf der anderen Seite gibt es die reaktiven Protokolle, das heißt, sie werden nur bei Bedarf aufgebaut. Das heißt, erst wenn ich wirklich weiß, ich will mit B kommunizieren, dann wird eine Route nach B gesucht. Beide haben letztlich Vor- und Nachteile, also die proaktiven haben hohe Aufbereitungskosten oder diese Maintenance-Costs, die immer im Hintergrund quasi stattfinden. Dadurch spart man sich aber die Routensuche bei Bedarf. Das heißt, wenn wir viele neue Routen aufbauen oder diese lange nutzen, dann rentieren sich diese. Auf der anderen Seite die reaktiven Protokolle, die haben einmalige hohe Kosten der Routensuche und rentieren sich dann also, wenn wir wenige Routen benötigen, die aber auch lange nutzen. Das heißt, proaktive Protokolle sind gut für viele kurze Kombination und die reaktiven Protokolle mehr für langfristige wenige Kommunikation. Ja, okay, hier ist dann quasi nochmal beschrieben. Also, achso, und ein weiterer Punkt kommt noch hinzu, diese Latency, also wie lange dauert es, bis ich mein erstes Paket an den Empfänger schicken kann. Wenn ich die proaktiv aufgebaut habe, dann kann ich es natürlich gleich losschicken, dann weiß ich schon, wie die Route aussieht. Bei den reaktiven muss ich noch warten, bis eine Route gefunden wird. Auf der anderen Seite haben proaktive Protokolle eben den Nachteil, dass sie immer Kosten erzeugen, unabhängig davon, ob ich sie jetzt nutze oder nicht. Das heißt, ich muss schon verschiedene Routen wirklich nutzen, damit sich dieser Overhead amortisiert. Auf der anderen Seite, die reaktiven Protokolle, die haben nur einmal einen hohen Aufwand bei Bedarf. Also wenn ich die Route aktuell wirklich nutze. Und das ist dann wirklich so ein Abwägen. Also will ich ein teures Routing-Protokoll, also proaktiv, das immer Kosten erzeugt, unabhängig davon, ob ich es nutze oder nicht. Dafür kann ich aber die Route gleich einsetzen. Oder will ich ein günstigeres Routing-Verfahren,
das mir nur Kosten erzeugt, wenn ich es wirklich benötige. Dafür dauert es aber länger. Je nach Anwendung ist es dann wieder abhängig, was Sie bevorzugen. Okay. Eins der Hauptanwendungen bzw. Hauptherangehensweisen für die Routensuche ist das Fluten. Weil, also was ist erstmal Fluten und warum ist es in diesem Kontext sinnvoll? Wir haben ja, sagen wir mal, ein Netzwerk von 100 oder 200, 300 Knoten und jeder Knoten hat eine Nachbarschaft von 6, 7 anderen Knoten und jetzt wissen wir gar nicht, wo unser Zielknoten, den wir suchen, also hier gibt es einen Sender S und es gibt eine Destination D und jetzt wissen wir gar nicht, wo die sind. Das heißt, wir müssen den irgendwie finden und eine prinzipielle Herangehensweise ist natürlich, dass man eine Suche flutet nach diesem Teilnehmer. Also, in diesem Beispiel, das ist quasi das Trivialste und das Naivste und das Einfachste, letztlich, was man machen kann. Man sucht gar nicht eine Route zu dem Empfänger, sondern man flutet die Daten, die man hat. Das heißt, wenn ich jetzt eine bestimmte Nachricht an den Empfänger D schicken will, dann flute ich einfach diese Nachricht an alle meine Nachbarn und die fluten es weiter, die schicken es an ihre Nachbarn weiter. Und es gibt noch Sequenznummern oder irgendwie Nachrichtennummern, die verhindern, dass man dieselbe Nachricht mehrfach schickt oder wenn man sie mehrfach bekommt. Und irgendwann kommt das Ergebnis beim Knoten D an. Unter der Annahme, dass D mit S im selben Netzwerk ist. Okay, das ist quasi das Einfachste und Dümmste. Aber es funktioniert. Also man flutet die Pakete. Und gut, wie sieht das aus? Da ist der Knoten S. Der Knoten D ist unten rechts in dem Bild. Wir haben hier eben so einen Graphen, also mobile Ad-Hoc-Netze lassen sich schön als Graphen modellieren. Und die Kanten zeigen die Kommunikationsmöglichkeiten. Und wenn wir einmal broadcasten in unserer Reichweite, dann erreichen wir alle unsere Nachbarn. Und die broadcasten dann selbst in ihrer Nachbarschaft, falls sie diese Nachricht jetzt zum ersten Mal bekommen haben. Und so verteilt sich die Nachricht weiter. Und es kann eben auch sein, der Knoten H zum Beispiel, also jetzt haben B und C denselben Nachbar H und wenn sie gleichzeitig weiter broadcasten, dann kann es zu Kollisionen kommen. Also je nachdem, wie die Nachbarschaften sind, kann es immer noch zu Kollisionen kommen, unter der Annahme, dass der Mac-Layer sich nicht darum kümmert. Und dann geht es weiter. Also hier haben wir quasi über SBH hat jetzt H im nächsten Schritt ist auch nochmal an C weitergeschickt. C erkennt, okay, die Nachricht kenne ich schon und leitet die Nachricht eben nicht weiter durch die Sequenznummern. So kann man ein bisschen zu viel Überlast verhindern. Und letztlich kommt die Nachricht bei D an. Auch dann kann es noch natürlich weitere Probleme geben. Hier hat D zwei Nachbarn, die sich aber untereinander nicht kennen. Das ist das typische Hidden Terminal Problem, das heißt, wenn K und J gleichzeitig senden, dann kommt die Nachricht gleichzeitig bei D an und da kollidieren die Nachrichten und D erkennt das Ergebnis vielleicht gar nicht wegen der Kollision. Achso, und der Empfänger, der forwardet, der broadcastet das nicht weiter, weil der ist ja der Empfänger und es wird keinen Sinn machen, das noch weiter zu verteilen. Okay, das ist also quasi das Einfachste, was man machen kann, dass man wirklich die Daten selbst flutet und dadurch und manche Knoten sind natürlich nicht zu erreichen, also wenn das Netzwerk partitioniert ist, hier wie mit Z und Y, die sind nicht an ein Teilnetz mit S angebunden, die werden gar nicht erreicht und alle, die über den Zielknoten erreicht werden, also zum Beispiel N, die erhalten die Nachricht auch nicht, weil D als Empfänger die Nachricht nicht weiterschickt. Okay, das Problem ist, wie wir eigentlich schon sehen, eigentlich werden
viel zu viele Knoten erreicht. Und wenn die Daten, stellen wir uns vor, das sind große Datenpakete, dann wird das Netzwerk eigentlich zugemüllt und viele Knoten verbrauchen ihre Bandbreite für unnütze Informationen, für unnütze Datentransfers. Und sinnvoll ist es nicht. Und im Worst Case kann es sogar sein, dass das Netzwerk eine Zeit lang gut blockiert ist, um eben die Daten zu verteilen. Und gerade beim Empfänger kommt es zu einer Kollision. Das heißt, diese Lösung lässt sich zum Glück noch optimieren. Okay, warum ist es dennoch gut? Na gut, es funktioniert unabhängig vom Mac-Layer. Also es ist es funktioniert. Es ist simpel und es ist eigentlich auch irgendwie zuverlässig, dass die Nachrichten ankommen. Obwohl Kollisionen entstehen können, ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Nachrichten doch ankommen, sehr hoch. Und es ist sinnvoll manchmal, wenn das Netzwerk klein ist und man sehr selten Nachrichten verschickt und diese sind auch klein. Also das heißt, wenn die Kosten zur Suche einer Route, ob jetzt proaktiv oder reaktiv, höher sind als diese Flooding-Kosten, dann lohnt sich das Flooding. Also kleine Datenpakete, kleines Netzwerk und seltene oder viele Topologieveränderungen, das heißt, die eine neue Routensuche erfordern würden. Das sind so die Fälle, wo es vielleicht Sinn machen würde. Nachteile, natürlich sehr großer Overhead. Es werden viel zu viele Knoten erreicht, die die Daten überhaupt nicht haben wollen. Und man hat auch das Problem, dass eben an dem Ziel es zu Kollisionen kommen kann. Und manchmal man auch nicht dieses direkte Broadcasting wirklich hat oder das Broadcasting einen nicht garantiert, dass alle Nachbarn wirklich die Nachricht erhalten. Das heißt, es ist teuer und im schlimmsten Fall funktioniert es auch nicht. Okay. Was man machen könnte, ist, statt die Datenpakete, die groß sein könnten, zu fluten, könnte man ja Control Packets schicken. Das sind zum Beispiel irgendwelche Signalisierungspakete zum Routenaufbau. Das heißt, man flutet zwar, aber mit kleinen Daten, die dazu dienen, ja, eben eine Route zu finden oder eine Route aufzubauen oder eine Route zu beantworten. Und sobald man diese Kontrollpakete genutzt hat, um eine Route aufzubauen, nutzt man die gefundene Route, um den Datentransfer zu durchzuschicken. Das heißt, der Vorteil ist, die Kontrollpackets, die sind klein, die kann man noch irgendwie fluten und wenn man letztlich die Datenpakete, vielleicht so einen langen, eine große Menge an Daten, also einen großen Datenflow dann letztlich über diese gefundene Route schickt, lohnt sich, also amortisieren sich diese Routing-Findungskosten. Okay. Betrachten wir zuerst eins der populärsten Routing-Verfahren, genannt Dynamic Source Routing aus dem Jahr 1996. Das ist schon ein bisschen her. Ist aber wirklich eines der hauptzitierten Lösungen zusammen mit AUDV, das danach quasi kommt. Also was ist hier die Grundidee? Die Grundidee ist, dass Knoten, das ist ein reaktives Routing-Verfahren und ein Knoten S, der jetzt mit einem Knoten D kommunizieren möchte, startet, sobald er weiß, okay, jetzt möchte ich kommunizieren, startet er eine Route Discovery. Da gibt es zwei Routing-Nachrichten, also einmal eine Route Request und eine Route Reply. Und um die Route zu finden, ist die Hauptidee, fluten wir erstmal so einen Route Request nach D und jeder Knoten, der diese Nachricht weiterleitet, hängt seinen eigenen Identifier an diese Nachricht ran, bevor er es weiterleitet. Das heißt, mit der Zeit vom Source-Knoten ausgehend wird die Route-Request gebroadcastet und die Liste der Knoten, die sich angehangen haben, die wächst. Also wie sieht das aus? Hier haben wir wieder den Source-Knoten S und wir wollen mit dem Knoten D kommunizieren.
Dann schicken wir erstmal eine Root-Request los und es hängt seine eigene ID an diese Root-Request dran und die Knoten E, also B, C und E, enthalten jetzt diese Root-Request und da steht drin, Destination ist D und die bisherige Liste an Knoten, an dem das Paket vorbeigekommen ist, ist S. Okay, sie broadcasten es dann ebenfalls. F empfängt dann zum Beispiel die Nachricht von E und da steht ebenfalls drin, dass die Destination D ist und die Liste der bisher besuchten Knoten ist S und E. Auch hier kann es natürlich wieder zu Kollision kommen, aber darauf gehe ich jetzt mal nicht ein. Also die Idee ist, dass mit dem Weiterleiten der Nachrichten einfach diese Liste der besuchten Knoten wächst und damit auch eine Rückrichtung quasi notiert wird. Und wir nehmen ja an, dass wir bidirektionale Kommunikation haben. Das heißt, wenn wir jetzt in J die Nachricht erhalten mit S, E und F, dann wissen wir können S erreichen über F, über E und dann kommt S. Und letztlich kommt die Routing-Anfrage irgendwann beim Zielknoten an, zum Beispiel entweder über J oder über K. Also es gibt einmal die Route, von D nach S über J, F, E und S, das ist ja in den Root-Request notiert, oder über K, G, C und S. Okay, und jetzt haben wir quasi eine Route gefunden, der Empfängerknoten weiß, S möchte mit mir kommunizieren und über diese Routen kam die Root-Request an, ja? Genau, also nur zur Übersicht wurden die jetzt im linken Bereich ausgelassen. Genau. Okay. Gut, auch M kriegt die Nachricht und leitet es weiter. Okay, was passiert jetzt? Jetzt erzeugen wir eine Root-Reply und wir hängen die Route einmal verdreht, also einmal rückwärts an diese Root-Reply an und erhalten dadurch, also wenn wir das hier jetzt letztlich umdrehen, also S, E, F, J, D und wir drehen es um, also D, J, F, E, S, dann erhalten wir einmal einen Weg, wie wir zum Source-Knoten kommen und diese Liste wird auch hinzugefügt, sodass S weiß, wie es zu D kommt. Das heißt, die Nachricht wird über die Route, also hier jetzt über diese SEFJ-Route zurückgeschickt, indem die Liste der zu wählenden Zwischenknoten definiert wird und die Nachricht enthält eben auch für S die Route in die Rückrichtung. Das ist ja eine Liste. Okay, und wie wir sehen, ist es jetzt nicht sehr teuer, also im Vergleich zu Datenpaketen. Also stellen Sie sich vor, Sie haben große Datenpakete. Das, was wir hier letztlich nur haben, sind Node-Identifier, die je nach Listenlänge einfach wachsen. Okay, genau, also wir nehmen ja an, die Kommunikation ist bidirektional, deshalb können wir auch darüber zurückschicken. Das kann man auch so weit einschränken, dass es vielleicht, dass nur Kanten genutzt werden, die nur bidirektional sind, wenn wir wirklich gerichtete Kanten hätten. Wenn wir asymmetrische Links hätten, dann würden wir eventuell von S nach D eine andere Route finden müssen als von D nach S. Dann würden wir quasi von D aus, also das ist jetzt dieser zweite Punkt, von D aus ebenfalls eine Routing-Anfrage, eine Route nach S suchen, sodass wir quasi eine Antwortrichtung, einen Antwortweg finden können. Und in diese Routing-Anfrage von D nach S, also unter der Annahme, wir hätten diese gerichteten Kanten, also asymmetrische Links, würden wir die Route von S nach D mitschicken. Das heißt, wenn die Route-Request von D nach S bei S ankommt,
erfährt S, wie sie, wie S von, wie S über die Route, die vorher gefunden wurde, mit D kommunizieren kann. So dass wir quasi in beide Richtungen dann Kommunikation haben. Okay, meistens geht man aber dann doch von diesen bidirektionalen Kommunikationen aus, weil ja, also nach 802.11 ist es irgendwie leichter, ja? Also das wäre der Fall, wenn die Reichweiten nicht so hoch sind. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Knoten, der kann 200 Meter weit senden und mein Knoten kann nur 100 Meter weit senden, dann erreiche ich Ihre Kommunikation, Ihre Nachrichten, aber Sie nicht meine. Okay. Okay, das ist so, das war's schon eigentlich. Das ist die fast, das ist eigentlich so die Hauptidee. Wir haben jetzt also eine Route gefunden mit dieser, mit dem Broadcasting der Route Request und mit der Antwort über die Route Reply. Und diese Route hängen wir jetzt vor jedes Datenpaket, das wir abschicken. Daher der Name Source Routing, weil die Source das Routing vorgibt. Das heißt, der Absenderknoten, die Source, also die Datenquelle, definiert den Routingweg. Daher heißt es Source Routing. Das heißt, hier haben wir einmal das Bild, also das sind die Knoten, die wieder im Netzwerk beteiligt sind. Und jetzt verschicken wir ein Datum von S aus und der Knoten S definiert, das soll die Route sein, S, E, F, J, D. Und die Zwischenknoten sind an diese Route gebunden, die können jetzt nicht variieren und es anders gestalten, wenn sie Lust dazu hätten. Das ist so die Grundidee. Ein Nachteil bzw. eine Charakteristik ist, je länger die Route, desto länger werden auch diese Header, also die man anhängt. Okay. Also kommt darauf an, wie groß diese Knoten-IDs sind, wie viel Speicher die wegnehmen. Aber wenn man ganz lange Listen hätte, dann hätte man noch relativ wenig Platz für die Daten. Ein weiteres Problem ist, stellen Sie sich vor, eins dieser Knoten fällt aus. Was passiert dann? Also wenn jetzt Knoten J ausfällt, dann ist die, achso, dazu kommen wir noch. Aber ich kann es mal vorwegnehmen, wenn jetzt Knoten J ausfällt und F vielleicht einen Alternativweg kennen würde, dann könnte er diesen dennoch nicht nutzen, weil ja die Source die Route vorgibt. Das heißt, man müsste das zurückmelden der Source und die müsste eine neue Route quasi finden. Okay. Gut. Was, also wie könnte man das noch weiter optimieren? Ein Problem ist, dass wir jedes Mal, sagen wir, wenn die Route unterbrochen wird, wir eine neue Anfrage stellen müssen. Und es wäre ja vielleicht sinnvoll, hat Vor- und Nachteile, Informationen wiederzuverwenden. Das heißt, wenn jetzt der Knoten S eine Route kennt von S nach D, dann kennt S auch eine Route nach E, nach F, nach J. Und wenn jetzt ein Knoten eine Route-Request erhält für irgendein für S zum Beispiel, also nee, S hat diese Route-Request ausgeschickt. Das haben wir hier irgendwo gesehen, das wurde geflutet und über diese Kante, also S, C, G und K, kam die Nachricht, diese Route-Request auch bei K vorbei. Nun könnte K ja auch daraus lernen, okay, wenn ich die Rückrichtung wähle, dann komme ich zu S, zu C und zu G. Also nicht nur die direkt betroffenen Sender und Empfänger können von dieser Route-Request und Route-Reply profitieren, sondern alle Zwischenknoten. Also jeder Knoten, der von der Route-Request erreicht wird, kann schon für sich selbst lernen, wie er zu den Knoten gelangen kann, die in dieser Route-Request definiert sind. Und jede Route-Reply, die vorbeikommt, daraus kann man auch lernen. Also jetzt kommt eine Route-Reply von D an S zurück mit S, E, F, J, D. Dann kann auch der Knoten F lernen, wie es selbst zu D gelangen kann oder zu J. Und jeder Knoten, der so ein Datenpaket weiterleitet und da in dieses Source-Feld schaut und sich die Route anschaut, kann auch lernen,
wie es zu den Knoten in dieser Liste kommt. Das heißt, viel Information kann schon durch Mithören dieser Routing-Kommunikation mitgelernt werden. Also auch die nicht direkt beteiligten Knoten können davon profitieren und diese Information zwischenspeichern und für sich verwenden. Ja? Genau, also wir machen die Annahme, dass die Knoten alle gutartig sind und wir keinen bösartigen Knoten haben. Das ist eine Annahme, genau. Okay, also wie kann man jetzt zum Beispiel Caching nutzen? Wenn wir nehmen mal, also was ist Caching? Caching ist quasi Wiederverwendung von mitgehörter oder lokal zwischengespeicherter Information. Und wenn jetzt eine Verbindung irgendwie gesucht wird, also S möchte nach D eine Route finden, weil die bestehende ist unterbrochen, dann könnte es ja schauen, was hat es denn für Routen mitbekommen, was ist denn in seinem lokalen Cache. Achso, dieses Route-Caching, das wir hier geschaut haben, das sind ja alles vorbeifliegende Routing-Signalisierungsinformationen, die speichert man einfach lokal bei sich ab und füllt damit den Cache für den Fall, dass man später brauchen könnte. Wenn jetzt so eine Route bricht, dann könnte man diesen Cache schauen und schauen, finden wir dann denn da eine Lösung? Und wenn ja, versuchen wir die zu nutzen. Wenn nicht, dann erst dann starten wir eine neue Route Discovery. Und auch Knoten, die, sagen wir mal, wir starten eine neue Route Discovery und wir treffen auf einen Knoten, auf einen Zwischenknoten, der in seinem Cache schon eine Antwort hat, aus irgendwelchen früheren Anfragen, dann kann dieser auch direkt antworten. Also der Knoten X kann schon antworten, ja, ich kenne bereits eine Route in meinem Cache zum Knoten D und dann kann er das Broadcasten dann auch unterbrechen und direkt zurückantworten. Also der Vorteil wäre, dass wir erstmal seltener Route Discovery starten, weil wir einfach bestehendes Wissen wiederverwenden. Wir beschleunigen diese Route Discoveries auch, weil einfach jeder Zwischenknoten sein vorhandenes Wissen mitnutzen kann. Genau, also weniger und schnellere Routenfindungen. Also hier haben wir quasi mal ein Netzwerk mit verschiedenen Knoten und das in den Klammern stellt ihr bekanntes Wissen über das Netz dar, also irgendwie ihre gecachten Routen, die sie kennen. Wenn jetzt ein Knoten Z mit C kommunizieren will, der ist dort drüben, und eine Suchanfrage broadcasten würde, dann könnte der Knoten K schon aus seinem Cache beantworten, aha, ich kenne schon eine Route von KGCS und da ist auch C Mitglied, das heißt, hier ist schon direkt die Antwort, du kommst zu C über KGC, also ein Teil des Pfades kannst du mitnutzen, das ich schon vorher kennengelernt habe. Das heißt, hier wird gar nicht mehr weiter gebroadcastet, sondern gleich die Information mitgenutzt. Und so eben der Aufwand fürs Broadcasten gespart. Auch die Anzahl das ist eigentlich dasselbe. Also eigentlich, wir verkürzen es und wir reduzieren die möglichen Kontakte. Also wir müssen gar nicht so viele kontaktieren, wie wir ursprünglich gemusst hätten. Also, und dadurch haben wir auch weniger Route-Requests, die im Netz unterwegs sind. Das ist so die Grundidee. Aber die ist auch nicht ideal, weil es kann ja sein, dass wir Root-Errors haben. Also ideal wäre das Caching für den Fall, dass wir statische Netze haben, dann sind ja die Informationen in dem Cache immer aktuell und immer gut. Aber wir haben ja Root-Errors, das heißt, es kann sein, dass jetzt J und D sich ein bisschen bewegen und daher die Verbindung nicht mehr möglich ist. Und jetzt sendet S an D immer noch Nachrichten. Und der Knoten J stellt fest, ich komme da nicht mehr weiter, mit D kann ich nicht mehr kommunizieren. Das heißt, ich teile mit in dieser Rückwärtsnachricht eine Root Error Message, dass die Verbindung zwischen J und D nicht mehr existiert.
Die könnten dann natürlich ihre Caches anpassen und alle Pfade mit J und D eliminieren. Aber, achso, und dann, wie geht es dann weiter? Dann würde S wieder eine Route starten, weil es kennt ja keine aktuelle Route zum Knoten D. Das heißt, dann wird wieder geflutet und die Caches könnten verwendet werden. Das ist so theoretisch. Okay, aber was kann es für Nachteile geben, wenn man Caches verwendet? Hauptgrund ist letztlich, wie aktuell sind die Inhalte? Wenn wir keinen Router raus haben, sind die ja immer aktuell, dann kann ich immer alles wieder verwenden. Aber mit der Knotenmobilität werden einfach die Routen nicht mehr aktuell. Also die sind dann invalid. Und jetzt könnte man natürlich verschiedene, also jetzt hat man einen Cache und ein Teil davon enthält, und einige dieser Einträge sind fehlerhaft. Also woher weiß man, ob die fehlerhaft sind? Man muss die ausprobieren und dann könnte man eventuell lange herumprobieren, bevor man eine gute Route findet, und es kostet alles letztlich Zeit, weil man schickt ja ein Datenpaket aus und hofft, dass die Route aktuell ist, und dann kommt wieder diese Root-Error-Message, dass die nicht mehr aktuell ist. Das heißt, es geht dann öfter hin und her. Es kann ja auch sein, dass Kahn nicht mehr mit D verbunden ist oder wir jetzt mit über FMD irgendwie kommunizieren und wir einfach verschiedene Routen im Ping-Pong-Verfahren über Multi-Hop-Kommunikation ausprobieren müssen, bis wir feststellen, welche Route denn noch aktuell ist. Und das kostet eben Zeit, weil wir keine Informationen eben darüber haben, ob die Routen aktuell sind oder nicht. Es kann ja auch sein, dass hier wir vorher auch den Pfad haben, S, C, G, J und D, und es wird zwar dieser Pfad genutzt, aber über diesen Pfad erreichen wir keine Root Error Message. Das heißt, die Pfade, die wir sonst haben und die vorher aktuell waren, die könnten ja auch fehlerhaft sein. Das heißt, das ist so das Hauptproblem mit den Caches. Also zusammenfassend zu dem Dynamic Source Routing. Es verbessert zum einen dieses Fluten der Nachrichten sowieso dramatisch, weil wir die Routen nur dann aufbauen, wenn wir sie benötigen, also erstmal reaktiv. Und nur zwischen den Knoten, die wirklich miteinander kommunizieren wollen, wird eine Verbindung aufgebaut. Und diese Verbindung muss auch nicht weiter gepflegt werden, solange sie noch existiert. Das heißt, erst wenn sie wirklich unterbricht und wenn die Route nicht mehr nutzbar ist, erst dann wird wieder eine Suche gestartet. Das heißt, also in stabilen Phasen gibt es eigentlich keinen zusätzlichen Aufwand, die Routen zu pflegen. Man könnte noch Caches einsetzen, um diese Route Discovery, den Aufwand zu reduzieren. Das bringt aber Probleme mit sich, weil man nicht weiß, wie aktuell denn die Cache-Einträge sind. Und das kann man nur durch Ausprobieren letztlich testen, und das kostet Zeit. Und dann ist es so ein Abwägen, wie oft probiere ich eine Route aus, bevor ich eine neue Route-Anfrage starte. Wie aktuell sind meine Cache-Inhalte? Und das ist alles schwer abzuschätzen. Da spielt viel Mobilität rein und wie die Knoten miteinander verbunden sind, wie die Nachbarschaften aussehen. Okay. Und es kann auch neue, also es kann ja auch sein, dass ich, wenn ich zu sehr die Caches nutze, zum einen der aktuelle Zustand könnte vielleicht schnellere oder bessere, kürzere Routen enthalten, dass ich die nicht sehe. Es ist alles, also mit Caches ist man immer ein bisschen im Hintertreffen. Das Wichtige ist eigentlich, letztlich sind Caches immer irgendwie veraltet, und bessere Lösungen oder nun aktuell nicht mehr existierende Lösungen werden dennoch angezeigt. Genau, was sind die Nachteile? Also zum einen, je nachdem wie lang die Route ist, wächst das Headerfeld der Datenpakete und nimmt dadurch immer mehr von der eigentlichen Payload weg. Im schlechtesten Fall fluten wir immer das gesamte Netzwerk, obwohl vielleicht die
gewünschten Knoten in unserer sehr nahen Nachbarschaft sind. Das heißt, wir erzeugen jedes Mal hohe Kosten. Es kann zu Kollisionen kommen, das heißt, die dann verhindern, dass wir wirklich ein Zielknoten finden oder dass die Route Request jeden Knoten erreicht. Das heißt, da sollte man nicht direkt weiter fluten. Also das dann schon Mac-Layer-abhängig, wie jetzt idealerweise weitergeroutet wird, von einem Knoten zum nächsten, sodass die Kollisionen minimiert werden. Und wenn wir Caches verwenden, dann kann das Problem sein, dass so eine Art Reply-Storm entsteht. Das heißt, wir fluten erstmal und dann antworten uns sehr viele Knoten, dass die in ihrem Cache eine passende Lösung gefunden haben. Auch das kann man reduzieren, da wird es auch noch ein paar Folien dazu geben, später zu diesem Reply-Storm. Also stellen Sie sich vor, Sie fluten und dann erreichen Sie irgendwie je nach Hop-Count exponentiell viele Knoten, vielleicht 1000, und von den Antworten 200, dann schlängeln sich die Antworten alle zu Ihnen durch und überlasten Ihre ganze Nachbarschaft und Sie selbst. Eine Möglichkeit ist, dass man diese Reply nur dann schickt, wenn man meint, eine bessere Root-Reply zu haben, als die man bisher mitgehört. Das heißt, wenn man nur gleich gut ist oder sogar längere Routen anbieten kann, dann antwortet man nicht mit einer Reply. Aber es gibt dann noch detailliertere Lösungen, die wir dann auch noch betrachten werden. Genau, was auch passieren kann, also was aus den Caches sich ergibt, die Daten in den Caches sind ja immer veraltet und wenn wir mit alten Cache-Daten antworten, von denen wir nicht mehr wissen, ob die aktuell sind, dann füllen wir damit auch auf dem Rückweg die Caches der Zwischenknoten. Und die meinen, das ist ein aktueller Eintrag. Das heißt, wenn wir schon mal alte Einträge haben, dann verbreiten sich diese alten Einträge, wenn wir sie nutzen, und es wird dann noch schwerer sein zu unterscheiden, wie alt ist ein Eintrag, wie aktuell ist der. Und im schlimmsten Fall, also wenn wir jetzt ein sehr dynamisches Netzwerk haben, dann verbreiten sich diese alten Informationen durch den Broadcast letztlich und werden aber nur schwierig wieder aus dem Netzwerk gelöst. Das heißt, eigentlich ist die Frage, wie entfernen wir, also purgen wir falsche Cache-Einträge. Da gibt es verschiedene Ansätze, entweder mit Timeouts oder mit entweder statische Timeouts oder in Abhängigkeit von der Link-Stabilität. Also wie wahrscheinlich ist es, dass die Route schon nicht mehr existiert? Das können wir berücksichtigen, wenn wir die Cache-Zeiten einstellen. Da gibt es verschiedene Ansätze, aber die Nachricht, die man sich nur mitnehmen soll, ist, dass diese Caches immer ein Problem mit sich bergen, weil die immer veraltet sind und ob sie sich lohnen und wie sehr sie sich lohnen, also wie lange man die Daten bereithalten muss, das ist dann immer abhängig von dem Anwendungsfall, wie mobil die Knoten auch sind. Okay. Die folgenden Folien, die beziehen sich darauf, wie kann man denn ein bisschen Kontrolle darauf ausüben, wohin denn geflutet wird. Weil vielleicht wissen wir ja, okay, der Knoten, den wir suchen, ist in einer bestimmten geografischen Umgebung, dort vermuten wir ihn. Wie können wir denn auf das Fluten so einwirken, dass es eben Teil des Netzwerks ausspart, von dem wir wissen, dass der Knoten nicht dort sein kann? Dazu betrachten wir dann diese Location-Aided Routing und das Query Localization. Das heißt, eigentlich letztlich berücksichtigen wir dann die geografischen Informationen, die wir vielleicht zur Verfügung haben. Das heißt, was haben wir hier? Zum einen wollen wir wirklich die geografischen Informationen berücksichtigen, auch bei einer Route-Request. Und wir nehmen an, dass jeder Knoten eine GPS-Information hat über seine eigene Position. Und nun nehmen wir auch an, dass wir wissen, wo ungefähr unser Destination-Node ist, in welcher Zone, wenn wir wissen, unser Kommunikationspartner ist
ebenfalls in diesem Gebäude oder in dem Nebengebäude, dann können wir irgendwie eingrenzen, die Suche soll nur in diesem Gebäude und in dem Nebengebäude stattfinden. Was man auch noch berücksichtigt, ist irgendwie die alte Lokation, wo wir unseren Kontaktpartner vermuten und eine Annahme, wie schnell er sich bewegt. Das heißt, dadurch ergibt sich dann ein größerer Radius, wo er sein könnte. Und letztlich können wir darüber so eine Art Request-Zone definieren. Das heißt, wo er denn jetzt sein könnte. Und in dieser Bereich soll abgesucht werden nach dem Knoten. Und diese Location-Based Routing und Lösungen, die sind jetzt nicht nur im Mobile-Ad-Hoc-Netzwerk-Bereich relevant, das kommt jetzt auch immer mehr in dem im Peer-to-Peer-Bereich, also da gibt es jetzt auch so einen Schwerpunkt, so eine Masterarbeit-Ausschreibung zu, die sich damit beschäftigt, wie kann man hier mit mobilen Knoten wirklich lokationsbasierte Dienste und Overlays und Suchen gestalten. Na gut, schauen wir uns mal an, wie es hier gelöst ist. Das heißt, wir haben einen früheren Knoten X gekannt, das war seine Position zum Zeitpunkt T0 und den aktuellen Zeitpunkt, die aktuelle Position Y, den kennen wir nicht. Wir wissen aber, wie schnell er sich ungefähr bewegt und können dadurch so einen Radius definieren um X herum, in der wir den Knoten suchen sollten. Nun gibt es in diesem Location-Aided Routing das Konzept von Spaces und Zonen. Also es gibt so ein Gesamt-Network-Space, also die gesamte geografische, erfassbare Karte. Und nun möchten wir definieren, dass der Knoten gesucht wird, also hier von der Source ausgehend, in einer Zone, die sowohl die mögliche Zielzone umfasst, als auch uns selbst. Weil was wir letztlich wollen, ist eine Route, die in dieser Request-Zone liegt und in der wir sowohl wir enthalten sind, als auch unser Empfänger. Das heißt, wir definieren so eine Zone, können das in der Route-Request auch kodieren und das Flooding soll nur in diesem Bereich stattfinden. Das heißt, wir definieren eine Request-Zone, definieren sie in der Route-Request und wenn die Anfrage soll nur in dieser Request-Zone weiter bearbeitet werden. Das heißt, der Nachbar A, also wenn wir die Suchanfrage broadcasten, wir können ja immer nur noch broadcasten, dann enthält A und B die Nachricht, aber nur B verarbeitet sie weiter, weil A schon außerhalb der Request-Zone ist. Genau, die ist explizit in der Route-Request spezifiziert und wir haben die Annahme, dass jeder Knoten seine eigene Lokation kennt und daher auch abschätzen kann, ob er in dieser Request-Zone ist oder nicht. Okay. Gut. Jeder Knoten in dieser Request-Zone bearbeitet diese Route-Request. Und wenn, jetzt kann es natürlich sein, dass in dieser Route-Request, in dieser Request-Zone wir keine Route finden. Das heißt, sagen wir mal, der Knoten. Unser Netzwerk sieht wirklich so aus, da ist S und B und nichts dazwischen. Dann kann es natürlich sein, dass es über A, über einen Umweg, auch einen Weg gibt zu Y. Also es kann ja hier drüben noch einen Knoten geben. Dann ist das Vorgehen, dass wir erstmal quasi in der Request-Zone die Suche starten. Und wenn es dort nicht funktioniert, also nach einem Timeout, wir keine Antwort für eine valide Route finden, wir eine größere Request-Zone definieren. Ansonsten, bis auf diese Reduzierung des Flooding-Bereiches, funktioniert das Location-Aided Routing ähnlich zu DSR. Also auch dann gibt es eine Route-Reply mit der validen Antwort und so geht es eben weiter. Zu diesem Location-Aided Routing gibt es verschiedene Variationen. Eine Variation ist, dass man dass die Request-Zone immer kleiner wird, unter der Annahme, dass der Zielbereich immer noch enthalten ist. Das heißt, wenn wir jetzt von S nach B eine Nachricht geschickt haben, dann muss ja kann B seine Zone, die Request-Zone, adaptieren, unter der Annahme, dass der Zielbereich immer noch drin ist.
Und es muss ja nicht wieder quasi von dem Ziel weg. Also jetzt hier, wenn hier oberhalb von S noch ein Knoten ist, dann muss der nicht erreicht werden. Man könnte auch also hier haben wir ja noch hier haben wir immer noch die Annahme, also das ist eine andere Variante mit der Implicit Request Zone. Und ein Nachteil quasi von den bisherigen Modifikationen ist, dass wir ja hier, sagen wir mal, verschiedene mögliche Kontakte haben, die auch von dem Ziel, das hier im rechten Bereich vielleicht liegt, auch wegführen können. Es kann ja sein, dass es hier noch B' gibt oder andere Knoten, die mit dem nächsten Hop, also mit dem nächsten Schritt des Broadcasts, uns nicht dem Ziel geografisch näher führen. Dazu gibt es eben diese Modifikation der Implicit Request Zone. Da wird angestrebt, dass man die Request dann bearbeitet, wenn man näher an dem Endziel dran ist. Das heißt, das Ziel ist, quasi mit jedem Hop geografisch näher zu kommen zu dem Endziel. Was natürlich dazu führen kann, dass wir dann irgendwie in Sackgassen landen und da muss man irgendwie darauf eingehen. Aber hier ist quasi so eine Art greedy Routing, also ein gieriges Routing im geografischen Bereich angestrebt. Okay. Was sind so die Annahmen? Genau, was ist so zusammenfassend die Eigenschaft? Die Annahme ist zu meinen, dass jeder Knoten seine eigene Position kennt und dass jeder Knoten, also der Senderknoten, auch noch die Lokation des Empfängerknotens kennt. Das heißt, wenn jetzt X hier an Y, nee, also wenn jetzt der Sender an Knoten X eine Nachricht schicken will, dann weiß er, wo er früher quasi existiert hat. Und die neue Position Y erfährt er nur während der Route Discovery. Das kann man aber dann später verwenden, also um die Lokation der Knoten besser bekannt zu machen, sodass weitere Route Discoveries mit der neuen Lokation berücksichtigt werden können. Das heißt, wenn jetzt ich glaube, da wäre es gut, das Beispiel zu sehen. Moment. Genau. Also wir haben hier diese Bewegung gehabt von X nach Y und zudem mit Zwischenknoten, die wir letztlich finden wollen. Dann ist hier die Idee, dass idealerweise wir die Informationen, wo wir denn gerade sind, also die Location-Informationen, von Y an S, müsste da eigentlich stehen, weiterleiten, sodass S für spätere Routing-Anfragen seine Suche konkretisieren kann. Also der soll nicht immer seine veraltete Lokationsinformation über uns verwenden, sondern wir wollen ihm mitteilen, wo wir aktuell sind, oder spätere Suchanfragen, falls die Route unterbrechen sollte, dann gezielter ausgeführt werden können. Okay, diese Lokationsinformation wird noch von anderen Verfahren berücksichtigt, aber darauf gehen wir nicht ein. Das ist, also wir betrachten hier jetzt nur das Location-Aided Routing. Okay, also was ist der Vorteil? Zum einen schenken wir die Überflutung des Netzwerks ein. Es werden nicht mehr so viele Bereiche des Netzwerks durch den Root-Request geflutet, sondern man beschränkt es auf einen klar abgesteckten Bereich und hat dadurch weniger Route-Discovery-Kosten. Der Nachteil ist, na gut, die Knoten müssen ihre eigene Position kennen, sagen wir mal, das kriegt man noch irgendwie hin, also mit GPS-Empfängern oder indem man die Lokationen der Nachbarn kennt, kann man sich auch irgendwie triangulieren und irgendwie herausfinden, wo man gerade ist. Aber das, was etwas schwieriger ist, ist einmal die Position des Empfängers zu kennen. Das kennt man ja nicht immer. Und zweitens kann man auch in Sackgassen landen. Also wenn wir wirklich immer geografisch und greedy routen, das heißt immer dem Ziel näher kommen wollen mit jedem Schritt, dann kann es einfach Sackgassen geben. Und das muss man dann berücksichtigen.
Das heißt, jetzt gucken wir uns nochmal kurz an, was kann denn alles passieren bei diesem Routing unter der Verwendung von Lokationsinformationen. Hier haben wir, dazu gibt es ein Problem und eine Lösung, dieses Geographic Distance Routing, was eben das Ziel hat, geografisches Routing zu ermöglichen, basierend auf eben der, mit dem Ziel, mit jedem Hop näher an das Ziel ranzukommen. Hier ist die Annahme, jeder Knoten kennt seine eigene Position, wir kennen die Position des Empfängerknotens, wir kennen die Position unserer Nachbarn und wir routen dementsprechend, dass mit jedem Hop wählen wir aus unserer Liste der Nachbarn denjenigen aus, der am nächsten zu dem Zielknoten ist. Genau, also hier zum Beispiel von S nach D, da ist der Nachbar B am nächsten an D dran. Aus Bs Nachbarn ist der Nachbar H am nächsten an D dran. Und H ist benachbart mit D und so haben wir die Route gefunden. Können wir dann zurückmelden. Also hier ist die Frage eben, wie wählen wir unseren Nachbarn aus? Hier haben wir keinen. Also bei diesem Geographic Distance Routing und deshalb ist es auch so ein Detour, also so ein bisschen anderes Thema, gehen wir nicht davon aus, dass wir broadcasten, sondern wir haben diese unidirektionale Kommunikation mit den Nachbarn und die Frage ist, welche Nachbarn wählen wir aus, um ans Ziel zu kommen. Und wenn wir eben nach der minimalen Distanz gehen zum Zielknoten, dann finden wir manchmal das Ziel, manchmal aber auch nicht, weil es kann ja sein, dass wir irgendwelche, hier sind irgendwelche Hindernisse im Weg, aber es kann auch einfach sein, dass die ein bisschen so weit entfernt sind, dass sie keinen Kontakt zueinander haben. Hier wollten wir zum Beispiel nach E routen. Das heißt, der Knoten geht von S nach B, nach C, nach G. Hier existiert nämlich keine Verbindung und die Entfernung nach D, also D ist weiter von E entfernt als G. Das müssen wir uns jetzt mal vorstellen. Und Gs nächstgelegener Nachbar zum Knoten E ist C. Und da haben wir festgestellt, okay, wir sind in eine Sackgasse gelandet, wir sind wieder rausgekommen. Und das heißt, wir haben denselben Knoten, also eigentlich müssten wir dann wieder zurückgehen, so zurück. Dann haben wir dieselbe Kante zweimal verwendet und dadurch erkannt, dass wir in einer Sackgasse sind und wir nicht näher ans Ziel herankommen. Und so würde der Algorithmus dann abbrechen. Das ist ein bisschen unbefriedigend, weil wir das Ziel ja nicht erreicht haben. Das heißt, da gibt es dann auch Verbesserungen, wie man es angehen kann. Mit Backtracking ein bisschen. Man kann dann um Obstacles, also um Hindernisse herumgehen. Mit dem Ziel eben, dass wir in jedem Fall, auch wenn es viele Sackgassen gibt, ein Ziel, eine Route finden, falls diese existiert. Okay, wie es genau funktioniert, also letztlich Stichwort Backtracking, also wir gehen in eine Sackgasse rein und falls wir wieder rauskommen, dann wählen wir den zweitnächsten Nachbarn aus und versuchen es über den und wenn es auch da zurückkommt, dann wählen wir den drittnächsten Nachbarn zu dem Zielknoten aus und letztlich genau Backtracking und immer den noch nicht verwendeten nächstgelegenen Nachbarn zum Zielknoten. Okay, kommen wir also wieder zurück zu diesem Route Request Flood, wie man das reduzieren kann. Ja, also was in dieser Query Localization von 1999 vorgestellt wurde, ist, dass wir hier auch wieder die physikalische Information nutzen. Aber unter der Annahme, sagen wir, wir haben einmal eine Route gefunden, dann versuchen wir, falls diese unterbricht, dass wir in der Nähe der alten Route bleiben. Das heißt, wir fluten nicht mehr in alle Richtungen, sondern wir fluten hauptsächlich in die Richtung der alten Route, in der Annahme, dass es dann, wenn ein Knoten ausgefallen ist, diese leere Stelle durch benachbarte Knoten aufgefüllt werden kann. Genau, und was da nah ist,
wird eben durch die physikalische Lokation bestimmt, weil wenn wir physikalisch nah sind, dann können wir miteinander kommunizieren, weil wir in der Sendereichweite voneinander sind. Okay, das heißt, wir versuchen, also die Route-Request ist wie gehabt, nur jetzt für den Fall, dass eben eine bekannte Route ausgefallen ist und jetzt wollen wir die ersetzen, dann wollen wir nur Routen akzeptieren, die mindestens k viele neue Knoten haben. Das heißt, die so eine Art Umgehung darstellen. Also wir wollen nicht nur einen Knoten austauschen, weil wir erachten es dann irgendwie als unzuverlässig an, sondern wir wollen definieren, wie viele neue Knoten die neue Route enthalten soll. Genau, und diese Route-Request wird so lange, wird nur dann weitergeleitet, wenn wir mindestens genau k viele neue Knoten haben, die in der letzten Route nicht drin waren. Das heißt, wir hängen an die neue Route-Request eine Liste der alten, also die alte Route an, gehen so weit, wie wir können und dort, wo quasi der Fehler besteht, dort versuchen wir dann eine Umgehung zu finden. Ja? Also, ja, aber die alte Route, die besteht ja nicht mehr. Also, wir haben ja da irgend so eine Lücke drin. Also, wenn es hier zum Beispiel so ist, dass wir. Achso. Jetzt hatten wir vorab quasi die Route von S nach D, also S, A, D ist die Route gewesen. Jetzt haben sich C und D, nee, nur D hat sich bewegt. Wir starten also die Suche erneut und es haben sich, und F leitet die Anfrage dann nicht mehr weiter, weil die maximale Modifikation von K gleich 2 schon stattgefunden hat. Das heißt, genau, also wir erlauben im Vergleich zu dem alten Pfad maximal k viele neue Knoten in der Route. Das heißt, wir wollen möglichst den alten Pfad beibehalten, aber eben maximal 2, in diesem Fall, neue Knoten zulassen, um eben eine Umgehung zu erlauben. Das heißt, so werden dann gute Routen, die schon gefunden werden, dann nicht mehr weiter genau geschickt. Okay. Also was ist der Vorteil? Was wir erreichen ist, wir verwenden einmal diese Physical Location Information nicht, das heißt, wir haben diese Kosten nicht, wir müssen nicht wissen, wo die Knoten sind, sondern wir verwenden nur die normalen Nachbarschaftsinformationen, haben aber dennoch die Reichweite der Flut quasi reduziert, indem wir dem Bereich, wo schon Änderungen stattgefunden haben, Modifikationen um die eigentliche alte Route herum reduzieren. Also das heißt, wir fluten quasi die alte Route entlang und von dieser alten Route können wir, wenn wir k gleich 2 wählen, nur maximal 2 Hops weit weggehen, um quasi neue Routen zu finden zum Ziel. Und die Route wird weiter als 2 Hops nicht eben verlassen. Und so ist eben die Flut begrenzt auf die Umgebung der alten Route, um eben dort Überbrückungen zu finden. Es kann aber sein, dass dadurch irgendwelche Routen, die besser wären, vielleicht übersehen werden. Also wenn wir immer nur über die alten Routen gehen, dann kann es sein, dass neue Querverbindungen, die sich ergeben haben, nicht mehr gefunden werden, weil vielleicht brauchen wir ja gerade einen Hop mehr und wir haben eine kurze Route, statt über die alte Route zu gehen und die noch eventuell zu erweitern. Das heißt, wir finden nicht immer die optimale Lösung. Okay. Zum Abschluss noch etwas zu diesem Broadcast-Storm-Problem.
das Problem hier war ja gewesen, dass wenn wir eine Root Query broadcasten und genau, und sagen wir mal, A möchte D finden und kontaktiert B und C. Wenn die jetzt zeitgleich quasi auf Empfang weiter broadcasten, dann kommt es zu Kollisionen. Das heißt, wir müssen irgendwie davon ausgehen, wir haben eine Nachbarschaft um A herum und damit diese nicht gleichzeitig senden, koordinieren wir das auf dieser Routing-Ebene. Also natürlich kann man jetzt sagen, dass das auf der Mac-Layer-Ebene besser verortet ist, das zu lösen und die Kollision zu vermeiden. Aber es kann einfach sein, dadurch, dass diese Mobile-Ad-Hoc-Netze sehr allgemein gehalten sind, die auf sehr verschiedenartigen Mac-Layern aufsetzen können. Also es können ja auch letztlich Bluetooth-Netze sein oder andere Netze, in denen man broadcasten kann, will man quasi auch Lösungen auf dieser Ebene bereitstellen. Okay, das heißt, wir wollen, wenn A jetzt an seinen Nachbarn gebroadcast hat, sicherstellen, dass die Nachbarn nicht zeitgleich irgendwie losbroadcasten und daher es zur Kollision kommt. Auch ist ein Problem, ist, dass dadurch, dass wir ja broadcasten, werden Nachbarn, die selbe, also hier haben ja B und C zweimal dieselben Nachbarn. Wenn jetzt die Flut von A kommt, dann enthält B und C die Nachricht und D würde die Nachricht gleich zweimal erhalten. Also je nachdem, wie viele Nachbarn die Knoten gleich haben, werden sie mehrfach von diesen Requests ja, benachrichtigt und informiert. Das heißt, auch das möchten wir gerne reduzieren. Es reicht ja aus, wenn nur einer der Nachbarn das weiterschickt, um D zu kontaktieren. Okay, also was kann man da zum Beispiel machen? Zum Beispiel, also um die Kollision zu vermindern, kann man ja einen Timeout einführen, das angibt, also man, zum einen kann man Timeouts einführen, sodass sie unterschiedlich, ich glaube das, Moment, na gut, da kommen wir noch dazu. Okay, eins der Ansätze ist, dass man so eine Wahrscheinlichkeit einführt, das heißt, wir entscheiden, basierend auf einer Wahrscheinlichkeit, ob wir eine Anfrage weiterleiten oder nicht. Unter der Annahme, dass wenn wir ganz dichte Netze haben, das heißt mehrere Nachbarn gleich, werden wir das berücksichtigen, indem wir eben uns zurückhalten und erst mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit die Nachricht weitersenden. Das würde zwar die Wahrscheinlichkeit senken, dass B und C gleichzeitig und kollidierend senden, hat aber den Nachteil, dass eventuell gar keine Nachricht gesendet wird. Das ist nicht so ideal. Okay, was wir auch machen könnten, also wenn wir wieder so ein dichtes Netz haben, dass wir in so eine Art Counter verwenden, das heißt, jeder Knoten wartet erstmal eine Periode, also die haben verschiedene Zeiträume, die sie warten und zählen, wie viele Nachbarn haben denn schon diese Nachricht geschickt. Also ist ja die Annahme, wir können broadcasten und wir hören mit, was die Nachbarn schicken. Das heißt, wir zählen selbst, also hier Knoten E zählt, wie viele meiner Nachbarn haben denn diese Anfrage weitergeleitet und wenn jetzt K viele Nachbarn mindestens das weitergeleitet haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass alle meine Nachbarn diese Nachricht schon erhalten haben, weil wir sind ja so dicht aneinander, in so dichter Nachbarschaft, dass meine Nachbarn auch ihre Nachbarn sind und dann muss ich es wahrscheinlich nicht weiterleiten. Das heißt, wir zählen einfach mit, wie oft wir die Message schon mitgehört haben. Was man auch machen kann, ist, wenn die Positionen der Knoten zueinander bekannt sind, ist die Annahme, je näher die Knoten aneinander dran sind, desto mehr gleiche Nachbarn haben sie. Und wenn unser Nachbar unter einer gewissen Distanz zu uns ist, dann wiederholen wir seine Broadcasts eben nicht. Also das, was Z gebroadcastet hat, das muss E jetzt nicht auch noch broadcasten, weil sie dieselbe Nachbarschaft höchstwahrscheinlich haben. Okay, das heißt, unabhängig von dem Routing-Verfahren kann man auch dieses Broadcast-Storm-Problem auf verschiedene Art
Konflikten lösen. Also man will versuchen, die Anzahl der redundanten Route-Requests zu reduzieren, die man erhält, indem man, also man will verhindern, dass Nachbarn gleichzeitig senden, dass daher zu Kollisionen kommt. Und man will verhindern, dass Nachbarn auch zeitversetzt senden, aber zur Redundanz, also man mehrfach die Nachricht erhält. Kollision kann man gut mit Jittering, das heißt mit unterschiedlichen Sendezeiten lösen. Und dann kann man mithören, aha, mein Nachbar hat es auch gesendet, das heißt, vielleicht muss ich es gar nicht. Und Redundancy, also die Mehrfacherhaltung von Nachrichten, kann man reduzieren, die man entweder mitzählt, also das, was wir gesehen haben, entweder dieses Counter-Based, man zählt, wie viele Nachbarn haben es mitgeschickt, wie weit sind die Nachbarn von uns entfernt und auch mit Wahrscheinlichkeiten, wobei mit Wahrscheinlichkeiten zu arbeiten, ist dann immer die Gefahr, dass die Nachricht vielleicht gar nicht geschickt wird. Okay, morgen geht es dann weiter mit AODV, das ist das zweite sehr bekannte Verfahren und da bin ich auch dann gespannt drauf und wir sehen uns dann morgen zu der Vorlesung. Dankeschön.